Nicht die Nase platt drücken. Joa, Männers, und willkommen zu Vlogging the Family, das Live-Log der Eishockey-Familie. Wir schreiben den 2. August. Es ist Sonntag. Die Schnuffelmäuse sind hier schon am Start. Ja, die Viktoria ist sogar ganz früh am Start gewesen, ne? Bis mit der Mama um 8:30, 7:30. Irgendwie so, seid ihr aufgestanden, ja. Und Charlotte und ich, ne, wir haben noch ein bisschen länger geschlafen. Hat deine Schwester dich immer wecken wollte. Der Stuhl ist momentan interessanter. Ja, ihre Schwester wollte dich immer wecken. Und setzt sich immer wieder zu anderen Seiten und hat sich halt versucht, irgendwo hinzukuscheln. Naja, und dann ist sie halt oben vom Kopfende kuschelnd eingeschlafen. Und dann ist die Anna mit Viktoria schon mal runtergegangen. Ja, ist ein super Sommermorgen. So ein paar Kondensstreifen am Himmel, Wölkchen. Und da irgendwo ist die. Ja, da ist sie. Die Sonne am Start. Wird bestimmt schön, wird bestimmt ein schöner Tag auch draußen. Schönen, gemütlichen Draußensonntag. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ein Stück steht schon was. Aha. Na, bist du wieder beschäftigt mit den Stühlen? Ich störe mich nicht, Papa, ich muss hier ein bisschen umräumen. Ja, hast ja auch lange noch geschlafen, ne? Bist ja auch quasi voll ausgeruht. Voll ausgeruht und voller Tatendrang. Na? Kleiner Rolling Thunder? Hm? Alter, hier wird alles übergemangelt. Verloren. Verloren. Jetzt bin ich dran. Ding! Den hättest du gerne, ne? Dann gibt's gar keinen Mittagsschlaf mehr. Die macht was deine Schwester, ne? Schmeißt hier mit Kistendeckeln um sich. Ja, hast du Papa jetzt hinter die Scheibe gesetzt, ne? Hey, nicht die Nase platt drücken. Hey, nicht die Nase platt drücken. Die Mützen müssen aufbehalten werden. Das liegt daran, dass ich ja meine Mütze immer dran rumzerre, ne? Ja, wenn wir wiederkommen, können sie ein bisschen planschen, ne? Dann dürfte die Sonne das warm gemacht haben. Oder dann schlafen sie erstmal und danach planschen sie. Wir werden das sehen. Sonntags-Sommeridyll mit Pool und planschenden Kiddies und Schnuffel und Sonnenschirm und Sonnenblumen. Na, ihr Püppis? Sitzt ihr jetzt am Pool? Sitzt ihr am Pool? Einmal spazieren gehen in der Sonne. Kleinen Schnuffelmäuse. Warum schmeißt du den denn weg? Den braucht man doch noch. Ist echt schön. Jetzt trotzdem noch Mittagsschlaf und die Sonne ist immer noch ganz schön heiß. Die Schnuffelmäuse sind im Bett und schlafen, alle beide. Gegessen haben wir auch schon, ein bisschen Reste von gestern. Und gerade die Arme ein bisschen aufgeräumt. Ich habe hier gerade noch gegossen, bin jetzt auch fertig. Und dann machen wir uns noch einen schönen Sonntagabend. Und deswegen sage ich schon mal tschüss, wir sehen uns morgen.